Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Zürich – Unbekannte Orte. Ein ganz spezieller und geschichtsträchtiger Platz in der Altstadt von Zürich ist der Lindenhof. Für Zürcherinnen und Zürcher ist dieser Ort natürlich nicht unbekannt. Und bei Touristen steht er auch als Tipp im Fremdenführer. Aber ich möchte den Lindenhof doch nochmals filmisch vorstellen, da man die Geschichte dahinter nicht so kennt. Es begann mit den Römern, die hier ein sehr großes Kastell gebaut hatten. Denn Zürich war ein wichtiger Umschlagplatz für Handelsgüter auf dem Weg von Italien nach England. Das römische Kastell wurde im Verlauf der Jahrhunderte immer wieder umgebaut, bis irgendwann die Bürger von Zürich genug hatten. Sie zerlegten die Burg, denn sie wollten an die Steine der Burg kommen und die damals vorwiegend aus Holz gebauten Wohnhäuser von Zürich mit Steinbauten zu ersetzen. Heute ist den vielen Touristen, welche den Weg zum Lindenhof finden, nicht bewusst, wie viel Geschichte dieser Hügel darstellt. Eine bekannte Episode aus der Zürcher Geschichte bezieht sich bereits auf den Lindenhof als Platz. Die Zürcher seien im 13. Jahrhundert in einen Kriegszug gegen Winterthur gezogen, der zu einem regelrechten Desaster wurde. Es seien so viele Männer gefallen, dass Zürich praktisch schutzlos zurückgeblieben sei. Herzog Albrecht I. von Habsburg, Stadtherr von Winterthur, versuchte deshalb Zürich einzunehmen und legte ein Heer vor die Stadtmauern. In dieser Situation hätten sich die Zürcherinnen als Krieger verkleidet und seien mit langen Spießen auf den Lindenhof gezogen. Die Belagerer glaubten, ein starkes Heer sei irgendwie in die Stadt gelangt und hoben die Belagerung auf. Heute bezieht sich die Brunnenfigur des Lindenhofbrunnens auf die heldenhaften Zürcherinnen. Die Besucher, welche sich an eine offizielle Stadtführung anschließen, können noch viel mehr über diesen Hügel erfahren. Zum Beispiel gibt es eine Art Geheimtür, hinter welcher eine Treppe in den Untergrund führt. Dort kann man einige Überreste der Burgenbauten und auch eine Einführung in die Geschichte des Lindenhofs entdecken. Den Schlüssel zum Untergrund hat meistens der Fremdenführer dabei oder man kann ihn bei der Stadtverwaltung abholen. Viele Besucher kommen vorwiegend hierher, um ein tolles Selfie mit der Altstadt und der Limmat zu schießen. Die Einwohner von Zürich kommen, um auszuspannen und die Freizeit zu verbringen. Hier findet man Open-Air-Schach, Sandkasten und Schaukeln für die Kinder. Man spielt auch Boccia und genießt einfach diesen zentral gelegenen Platz mit seiner Aussicht auf die Altstadt von Zürich. Thank you.
So, das war's für diesmal. Danke, dass du dieses Video bis zum Schluss angeschaut hast. Hast du gewusst, dass du meinen Kanal auch abonnieren kannst? Hier am Schluss des Videos auf mein Gesicht klicken und schon wirst du informiert, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Bis zum nächsten Video über Zürichs unbekannte Orte.